Wir sind um 0.40 Uhr zu einem Brand alarmiert worden. Beim Eintreffen, bei der Zufahrt, haben wir schon Flammen aus dem Fenster schlagen gesehen. Haben dann sofort Alarmstufe 2 ausgelöst und weitere Einsatzkräfte nachgeordert. Wenn wir bei der Lage kommen, beim Eintreffen, haben wir erfahren, dass zwei Personen im Haus sind. Die dritte Person ist beim Nachbarn untergebracht. Und wir haben sofort konzentriert mit Atemschutztrupps, dass wir nach der vermissten Person suchten. Wir haben natürlich noch gehofft, dass wir die Personen noch finden und retten können, was sich aber innerhalb von kürzester Zeit bewahrheitet hat oder festgestellt hat, dass das nicht mehr so ist. Und wir haben die Personen leider tot bergen müssen. Der Nachbar ist noch vorbei, der hat das gehört, der ist noch zu, wollte mit dem Feuerlöscher noch rein, wollte noch helfen. Aber durch die enorme Brandlasten, die vorgefunden worden sind, war das leider nicht mehr möglich. Wir sind alarmiert worden von Brand in Burgkreuzen. Die Entvermeldung hat gelautet, dass mehrere Verletzte da sind. Die Leitzentrale Linz hat daraufhin zwei SCB-Krankenwagen und einen Notarzt aus Perg entsandt. Auch der hausärztliche Notdienst wurde hierher umgeleitet. Bei Eintreffen hat uns die Feuerwehr gesagt, dass wir zwei Leichtverletzte haben und zwei Personen noch im Haus sind. Die zwei Personen konnten der Notarzt leider nicht mehr helfen und die zwei Leichtverletzten wurden dann versorgt von den Ärzten und ins Krankenhaus am Stetten gebracht. Für uns in Burgkreuzen eine ganz schwere Geschichte. Müssen wir erst einmal verdauen und vor allem die Familie, die da wirklich ja, die nächsten Wochen sicher ganz schwierige Zeit haben wird und weit darüber hinaus. Eine Familie, die schon sehr viele Schicksalsschläge gehabt hat. Und jetzt wieder sowas, also eine ganz schwierige Geschichte. Ja, der Sohn, der heute ums Leben gekommen ist, hat Anfang der 90er Jahre einen schweren Skiunfall gehabt, ist seither im Rollstuhl gewesen. Und sein Vater ist dann zwei Jahre später an einem Herzversagen gestorben. Und der Lebensgefährte jetzt seiner Mutter hätte noch versucht, ihn zu retten, ihn herauszubringen aus dem Haus. Und war offensichtlich nicht mehr möglich und beide sind da drinnen verstorben. Und das ist halt für uns, ja, da fehlen uns einfach die Worte im Moment noch.